In einer Gruppe ist es so, keiner will den Imam machen. Aber wenn einer sich traut, wird er immer kritisiert. Deshalb möchte es keiner machen. Wie sieht die Lösung aus? Da muss man machen. Und wenn, für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man auch kritisiert wird, dann sollte man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und da die Absicht zählt hier. Das wird wirklich, hast du gebetet, weil keiner vorgebetet, weil keiner beten will? Oder wolltest du gerne das machen, obwohl du nicht geeignet bist? Das ist die Frage.